Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Hier ist wieder eure Svea von Angel Flower Oracle. Ja, wir schauen uns die kommende Woche an für die Wagen. Ja, 12. bis 18. Juli. Wir haben gestern Neumond gehabt im Krebs. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Also heute ist Sonntag, ja. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich war sehr melancholisch. Kennt ihr das? Genau, also ich habe den Krebs sehr gespürt. Ja. Eine andere Freundin hat erzählt, dass sie sehr so, ja, vorwärts, nein, doch nicht, ja, vorwärts, nein, doch nicht. Und also das ist auch so typisch Krebsenergie. Also wenn das euch so ging am Wochenende, dann wisst ihr Bescheid, woran es lag. Und wir haben auch am Montag und am Dienstag nochmal Portaltage. Und Portaltage, das wisst ihr, also die, die häufiger bei mir zuschauen. Portaltage sorgen dafür, dass wir empfänglicher sind für die Botschaften der geistigen Welt, weil der Vorhang, ja, der uns quasi trennt, durchlässiger, durchsichtiger wird. Und das sind immer sehr energetisch sehr spannende Tage. Also auch hier, wenn ihr Montag und Dienstag irgendwie crazy Tage habt, dann wisst ihr, woran es liegt oder was hier der Grund ist oder warum ihr auf einmal an euren Ex-Freund denkt, obwohl ihr schon seit 5 Jahren nicht mehr an ihn gedacht habt oder so, ja. Das liegt dann an den Portaltagen, weil ihr euch einfach mit dieser Thematik nochmal auseinandersetzen sollt. Und genau. So, viel geredet, bisschen was gesagt. Meine Lieben, wir schauen uns an, wie die kommende Woche für euch wird in der Liebe, in der Partnerschaft, ja, was hier so auf euch zukommt. Genau, gerne guckt auch, wenn ihr wisst, was für ein Aszendentzeichen ihr habt, eure Aszendentlegung. Ja, das hilft hier einfach nochmal einen größeren Energieabgleich zu bekommen, ja, was diese Woche auf euch zukommen kann. Gerne speichert auch die Videos und schaut sie euch einfach Mittwoch oder Donnerstag nochmal an und guckt nochmal, ah, war das so? Habe ich das so gefühlt? Ja. Das ist dann nämlich immer sehr spannend, wenn man dann sieht, so, ach guck mal, ja, ich bin mehr in meinem Sonnenzeichen oder ah ja, ich bin mehr in meinem Aszendentzeichen unterwegs. Das kann ja variieren, ja, das ist also sehr. Lass deine Träume wahr werden, weißt du Bescheid? Okay. So, wir gucken jetzt mal für die lieben Wagen. Ja. Ach so, vorher noch. Gerne für alle, die neu sind. Ich freue mich über eure Abos. Ja, das sorgt einfach dafür, dass dieser Kanal wachsen kann. Und ja, über eure Kommentare, über eure Likes. Gerne teilt die Videos auch, wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt, wo ihr sagt, so, oh, das ist voll sein Thema, das ist genau sein Ding. Ja, also teilt das gerne auch. Das hilft dabei, dass dieser Kanal wachsen kann und dass ich einfach mehr Reichweite habe. Ja, und dadurch mehr Menschen erreichen kann mit den Botschaften, die hier wichtig sind. Genau. Also vielen Dank an euch. Gut. So. Liebe geistige Welt, für die lieben Waagegeborenen, für die Liebe, für die Partnerschaft, 12. bis 18. Juli, was kommt hier auf uns zu? Was kommt hier auf die lieben Wagen zu. Der krönende Abschluss deiner Vision. Also es ist, ich nehme das so wahr, du bist auf dem Weg in ein neues Leben. Ja, du bist transformiert, du hast dich verändert, du guckst hier vielleicht noch mal ein bisschen in die Vergangenheit, ja, aber mehr mit lachenden Augen als sie mit weinenden. Und es geht hier auch einfach darum, dass du dankbar bist, ja, für all die Dinge, die dir bis dato gegeben worden sind, gezeigt worden sind, die Menschen, die in deiner die dir weitergeholfen haben, ja. Und das ist so der krönende Abschluss, bevor etwas Neues kommen kann.
Oh, ich habe schon wieder Gänsehaut. Okay. Ich lege euch mal hier rüber, meine Lieben. Ich hoffe, das geht so. Gut, wir gucken mal. Liebe geistige Welt, für die lieben Wagen, für die kommende Woche im Bereich der Liebe, der Partnerschaft. Und was kommt hier auf die lieben Wagen zu? Energie. Also ja, was kommt hier auf euch zu? Was kommt auf die lieben Wagen zu? Was kommt auf euch zu? Sehr schön, okay. Also es geht darum, dass du quasi einen Standpunkt, den du bis dato hattest, ja, wo du irgendwie, wo du das Gefühl hattest, du hängst, ja, du kommst nicht weiter, wie dieser Baum hier, ja. Sie kommt auch nicht weiter und sie schaut ganz sehnsüchtig den Schmetterlingen hinterher. Das gilt es quasi, also das gilt es hinter sich zu lassen, ja, und sich dafür zu entscheiden, in den Fluss zu kommen, ja, in dieses Fliegen. Auch hier haben wir die Flügel wieder. In den Ausgleich zu kommen, hier einfach auch ja, dem Fluss des Lebens zu folgen, ja. Und nicht nur der ganzen Sache hinterher zu schauen, sondern auch einfach, ich sag mal, weiterzugehen, ja. Und du machst dir hier viele Gedanken, ja, die dich hier sehr beschäftigen. Und die deinen Blick nicht so ganz klar sein lassen werden. Aber das wird sich regulieren. Ja, und dann wird dieser gehängte Status, in dem du im Moment noch bist, der wird sich auflösen. Okay. Also hier tut sich was im Bereich der Liebe. Ja, aber das liegt daran, genau, das liegt daran, dass du. Ja, dass du entscheidest, dass es so, wie es jetzt ist, nämlich so gehängt und du weißt nicht so genau und wie es weitergehen soll und so, dass du das entscheidest, dass du sagst, nein, das möchte ich nicht mehr. Ja, ich möchte weiterziehen, ich möchte mich öffnen für eine neue Liebe, eine neue Partnerschaft. Ja, ich die Situation so, wie sie ist, egal wie sie bei euch im Einzelnen ist, ja. Also das kann einmal so das Single-Dasein sein, ja. Das kann sein, dass du dich von deinem Partner hängen gelassen fühlst. Das kann sein, dass du am Überlegen bist, weitergehen, stehen bleiben, dort bleiben, ne, beenden, was auch immer. Also das ist ja bei jedem bei euch etwas anderes. Aber das wird in den Fluss kommen. Das ist hier von oben auch so, ich sag mal, initiiert. Ja, guck mal, er hat hier, ich sag mal, den Heiligen Geist hinter sich stehen, der darauf achtet, dass er hier in den Fluss kommt, dass er nicht nur gut und böse sieht, sondern eben, dass das zusammenspielt. Und du wirst hier nächste Woche erkennen, wo du stockst, ja, und wo dein Leben schon in dem Maße fließt, wie es fließen soll, ja. Und du wirst dieses, wo du noch hängst, ja, wo du noch irgendwie nicht weiterkommst, weil du nicht weißt, wie, ja, und weil du dich vielleicht auch ein Stück weit davor versperrt hast, das wirst du entscheiden, dass du das so nicht mehr möchtest, ja, aus deiner Kraft heraus, aus deiner Liebe zu dir selbst, aus deinem Selbstwert, wirst du entscheiden, dass du das so nicht mehr willst. Und dann kannst du natürlich weitergehen, ja. Und das ist auch hier dieser Abschluss, von dem diese Karte spricht, ja. Der krönende Abschluss deiner Vision. Also
Dir wird dir hier nochmal bewusst, dass du das, was du gerade lebst, nicht das ist, was du willst. Ja? Und dann wirst du dich dazu entschließen zu sagen, okay, bis hier und nicht weiter, jetzt ändere ich etwas. Das kann das Single-Dasein sein, das kann die Partnerschaft sein. Genau, du entscheidest auch einfach nicht mehr traurig zu sein, dass das, was bis dato passiert ist, nicht die Erfüllung gebracht hat. Ja? Okay, was haben wir hier noch? Oder was ist hier noch wichtig zu wissen? Ja, genau. Und als Herrscherin entscheidest du darüber, wie du dich fühlst, was du mit dir machen lässt, ja? Wo deine Gedanken auch hingehen. Ja? Also zum Beispiel, du hast einen Ex-Partner oder jemand, der dir nicht aus dem Kopf geht, ja, mit dem du aber schon lange keinen Kontakt mehr hast. Dann entscheidest auch du hier, dass du deine Gedanken nicht mehr an diesen Menschen verschwendest und dadurch traurig wirst, ja. Und das liegt hier, ja. Genau. Weil du weißt, was du wert bist. Und wenn diese Menschen nicht bei dir sein möchten, ja, dann nicht, ja. Du kommst quasi in so eine innere Zufriedenheit, ja, wo du vorher noch gehadert hast, entscheidest du hier ganz klar, was du willst und was du nicht willst. Und das bringt dich in so eine ganz wunderbare, stabile Energie. Ja? Guck mal, diese beiden Frauen sind sehr zufrieden mit sich selbst. Ja. Okay. Und was bedeutet das für die Partnerschaft? Das gucken wir jetzt mal noch. Ja, Königin der Kelche. Also du bist hier auch offen für eine Partnerschaft, für all die Singles, ja? Weil du eben sagst, okay, ne, dieser Herzschmerz, der gehört zu mir. Aber ich will, also diese Königin ist so. Ohne mich. Ja, ich will das nicht mehr haben. Ich habe mir das jetzt angeschaut und ich habe da reingefühlt. Ja, das sehen wir hier. Aber sie entscheidet oder du entscheidest hier ganz klar aus dem Kopf heraus, dass du das nicht mehr möchtest. Und deswegen wird das auch nicht mehr zu dir kommen. Ja. Okay, wir gucken mal die drei der Schwerter noch an. Ja, du darfst hier ganz neu, unbeschwert, unbeschwert weitergehen. Ja? Ohne diese Schmerzen und Verletzungen und Wunden, die hier noch sind, ja, oder waren, weil du dich quasi dagegen entscheidest, dass du sagst, nein, ich will das nicht mehr. Bis hier und nicht weiter. Ja, das ist, was diese Königin auch sehr schön auch in der Geste zeigt. Bis hier und nicht weiter. Und dadurch kannst du dieses Trauertal, ja, kannst du hinter dir lassen und in eine neue Leichtigkeit kommen. Okay. Neue Leichtigkeit bedeutet auch, logischerweise, dass einfach die Chance auf eine neue Liebe oder eine neue Partnerschaft, oder auf ein neues Lebensgefühl, ein besseres Fundament hat, ja. Okay. Meine Lieben, wir gucken mit diesen Karten einmal, was hier dein Gegenüber, dein Herzmensch macht, ja. Wir gucken mit den Lenormand-Karten seine Gedanken, seine Gefühle, seine nächsten Schritte in deine Richtung. Und wir gucken mit dem Manara-Tarot, weil das sich so schön angefühlt hat die letzten Male, was hier die geistige Welt dir rät in Bezug auf diese Situation, was sich hier zeigt, ja, auf deinen Herzmensch. Die Herzmenschlegung findest du unterhalb des Videos in der Infobox und ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Bis dahin, meine Lieben.